Hallo, wir sind hier im Ibis München City Arnulf Park. Ich bin heute für eine Nacht in München, weil ich morgen ganz früh hier mit dem Zug wieder weg muss. Und das Hotel liegt relativ nah am Hauptbahnhof, deswegen ist es für mich die ideale Wahl gewesen. Ich habe ein Zimmer im sechsten Stock, Zimmer 632. Zimmer geht nach hinten raus, weg von der recht belebten Arnulfstraße. Das Hotel ist relativ neu, müsste so 2015 oder so erst eröffnet worden sein. Der aktuelle moderne Stil, den man so von den Ibis-Hotels kennt. Wir gucken zuerst mal ins Badezimmer. Waschbecken, Toilette, auf der anderen Seite eine bequeme, große, ausreichend große Dusche vorhanden. Alles da, was man so braucht. Das Zimmer selbst, etwas kleiner, aber für so ein, zwei Nächte vollkommen ausreichend, wenn man nur zum Schlafen was sucht. Natürlich ausgestattet mit dem für mich persönlich sehr bequemen Suitebett bei Ibis. Das ist so für mich persönlich somit das Bequemste, was ich in Sachen Hotelbetten kenne. Fernseher vorhanden. Lampen links und rechts vom Bett. Auf der einen Seite auch noch eine Steckdose direkt neben dem Bett. Direkt unterm Fenster ein kleiner Schreibtisch. Ganz toll, so ein Steckdosenwürfel, der auch mit USB ausgestattet ist. Also ausreichend Möglichkeiten, sich entsprechend seine Geräte aufladen zu können. Auch hier rechts an der Seite nochmal eine Steckdose vorhanden, Ablagefläche für Schränke, für Koffer und ähnliches vorhanden. Ja, Zimmer sind natürlich klimatisiert und macht für mich einen recht gemütlichen, bequemen, modernen Eindruck. Gibt es meiner Meinung nach nichts zu meckern.